sind schon mittendrin in der Partie zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Köln. Die beiden, ja, 0-Punkte-Teams vom ersten Spieltag, während Hannover knapp mit 3-4 gegen Mainz 05 verlor, gab es den 1. FC Köln richtig Haue. Mit 2-7 verloren sie gegen Borussia Dortmund. Das war natürlich schon eine Hausnummer. Und wir schauen jetzt, welche Mannschaft sich etwas akklimatisieren kann. Bei Hannover haben wir schon wieder die Variante gesehen. Mit dem Feldspieler bei Ballbesitz auf dem Feld. Jetzt der Schussversuch von Max Kummer für Hannover 96. Kölner. Freistoß für den 1. FC Köln. Liegen technisch beide Vereine auf Augenhöhe. Hannover 96, Tabellenerster in der Niedersachsenliga. Der 1. FC Köln, Tabellendritter in der Mittelrheinliga. Das ist ungefähr eine Stufe. Jetzt wieder die Feldspieler-Variante. Um die Überzahl zu schaffen. Jetzt alle vier Spieler in der Hälfte. Abschlussversuch und tolle Aktion. Da hat er Tempo aufgenommen, Dynamik aufgenommen. Und dann den Ball unten links vollendet. Super gemacht. Müsste Samet Güler gewesen sein. Ich meine, es war die 4-10, nicht die 4, also war es Mert Sammerst. Schöne Mitnahme, Tempo aufgenommen und abgeschlossen. Den Platz genutzt. Ich meine, es war doch Samet Gülle. Ja. War der erste Gedanke doch korrekt. Die Parade hier jetzt. Von Kilian Neufeld. Der Torwart der Hannoveraner. Gibt es ein paar ehemalige bei Hannover 96? Adriano Grimaldi, sagt ihm vielleicht was? Ist mittlerweile in Heidenheim in der zweiten Liga angekommen. Konstantin Rausch, SV Darmstadt. Marc Halzenberg spielt in Leipzig. Und natürlich der Weltmeister, Per Mertesacker. Jetzt bei Arsenal London aktiv. Die Jungs alle hier für Hannover 96 schon mal auf der Platte. In Sachen Freeway Cup. Aber auch die Kölner brauchen sich da nicht verstecken. Christian Clemens, der Schalke-Profi, war hier. Timo Horn, der Keeper der Kölner. Adam Matuschik, mittlerweile bei Eintracht Braunschweig, war hier. Mitchell Weiser, Shootingstar der Hinrunde bei Hertha BSC Berlin. Stefan Salga, der Bielefeld-Profi. Lukas Kübler, Freiburg. Und natürlich Weltmeister Lukas Podolski im Jahr 2001, bester Scorer hier in Lübbecke. Also auch hier nochmal der Beweis. Talente von morgen. Schon heute. Hier auf ihrem Bildschirm. Ah, da fehlte ein bisschen das Tempo in der Aktion. Wenn Jan Spieß damit etwas mehr Dynamik in den Raum geht, dann gibt es eine Überzahl. Hier wieder die berühmte und geliebte 4-Sekunden-Regel bei der diesjährigen Turnierausgabe. Jetzt die große Chance für die Kölner. Gute Möglichkeit für
Jemand, Kubaschian, jetzt die Überzahl. Klasse gespielt, Ball rübergelegt. Super quergelegt, aber nicht die Chance auf das Tor. Richtig. Schiedsrichter, der Partie bin ich ja noch schuldig. René Pascal Wagner. Tura ist bekannt, 24 Jahre. Seit 6 Jahren an der Pfeife aktiv. Pfeift bis zur Seniorenbezirksliga. Jetzt um Möglichkeit für Sammy Vandenberg, Kapitän von 96. Es ist nicht das Torspektakel des ersten Spieltages in Gruppe 2, aber spannend ist es. Beide Mannschaften mit den Spielanteilen. Großem Einsatz dabei. Und die zweite Niederlage unbedingt vermeiden. Guter Abschluss, knapp vor bei Erkam Sali gewesen. Hannover macht das gut. Jetzt die Kölner unter Druck. Lässt sie da wenig zur Entfaltung kommen. Und immer wieder wilden Keeper und Verteidiger. Die Zweierreihe und drei Spieler von Hannover ziehen sich bis ganz nach vorne vor das Tor. Schwierig zu verteidigen. Jetzt schön gespielt. Quergelegt. Wunderbar gespielt. Abgeschlossen von Mert. Summers. Klasse Fußball von Hannover. Knappe 5 Minuten vor Ende der Partie. Ganz großer Schritt. Für 3 Punkte. Gute Möglichkeit wieder. Die Kölner, aber es bleibt wie in Spiel 1. Es fehlt so ein bisschen der Glück im Abschluss. In Sachen Meisterschaft werden die Kölner wohl kein Wort mehr mitreden. 9 Punkte beträgt der Rückstand bereits auf Viktoria Köln. 7 auf Alemannia Aachen. Dass beide müssen in der Rückrunde noch mehrmals patzen, damit die Kölner Platz 1 noch angreifen könnten. Aber natürlich mit Platz 3 sind sie gut unterwegs, die Rheinländer. Und die Jungs in Hannover können sich auf was freuen. Bis 2017 wird da noch das neue Nachwuchsleistungszentrum gebaut. Mit einem integrierten Internat, 5 Trainingsplätze. Es gibt ein Stadion für bis zu 5000 Besucher. Also in Hannover wird investiert in die Jugend und in die Jugendarbeit. Leiter der Jugendabteilung ist übrigens Jens Rehagel, oder Dr. Jens Rehagel, der Sohn von Otto Rehagel. Jetzt aber die Riesenchance und den macht selbst die Torscharf verschanken Werte und solche. 1. FC Köln. Patrick Enk mit dem 1:2. 2,5 Minuten vor dem Ende. 2:1
Ansonsten nicht nur ein Ex-Profi, Trainer der U16, auch bei der U19 mit Daniel Stendel, ein Ex-Profi, und U17 Steven Ciondolo, der natürlich ein ganz bekannter Name bei Hannover 96. Also, auch hier integriert Hannover seine ehemaligen Spieler in die Jugendarbeit. Jetzt der Ballgewinn von Max Kummer, hat er gut behauptet. Freistoß für Hannover. Oh, die große Möglichkeit. Gute Parade hier von Vincent Müller. Torwart der Kölner. Jetzt muss er nur rüberspielen. Ah, das war aber ungenau gespielt und deswegen nicht die Entscheidung. Samet Gülle hätte da besser abspielen können. Fällt jetzt wieder den Ball. Die letzte Spielminute. Eckball nochmal für Hannover. Könnt ihr euch freuen auf das Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05? Die beiden Gewinner von eben gegeneinander. Jetzt die Zeit angehalten. 59 Sekunden auf der Uhr. 59 Sekunden Zeit für den ersten FC Köln, die zweite Niederlage im Turnier zu vermeiden. Nochmal die Chance. Er verzogen und dann ist Kilian Neufeld da. Und hat den Ball sicher. Wird aber behandelt werden. Ein Zusammenstoß mit Yerman Kubaschian. Sekunden noch auf der Uhr. Und das ist ganz kurios. Das wäre es fast gewesen. Große Chance für Noel Chaliskan. Angeschossen vom Hannoveraner Torwart. Ball jetzt mal rübergespielt zur Schallung. Schön aufgedreht. Aber dann scheitert für Luca Lackenmacher an Vincent Müller. Sekunden noch auf der Uhr. Hannover hat den Ball. Langer Ball nochmal gespielt. Ballbesitz für Köln. 11 Sekunden haben wir auf der Uhr. Zeit ist wieder angehalten. Ball im Spiel. Zeit angehalten. Angabe muss wiederholt werden. Ballbesitz für Hannover 96. Der Lupfer. Muss ein bisschen Zeit verschaffen. Samet Gülle jetzt an der Bande. Lädt den Ball. Die Kölner haben noch 3 Sekunden. Jetzt der Abschluss, aber nein. Und das Ding zählt nicht mehr. Im Publikum mitgejubelt von den Kölner Anhängern.